Hallo und willkommen zur letzten Folge von Star Wars The Old Republic. Doch bevor wir ins große Finale gehen, reden wir nochmal mit unseren Kameraden, vor allem mit Wette. Sie hat sie gefunden! Sie hat sie gefunden! Mutter wurde vor Jahren an einen Hutten auf Tatooine verkauft. Sie arbeitet dort in einem kleinen Geschäft. Tiva hat sie gefunden und ist schon auf dem Weg nach Tatooine. Wir müssen sie treffen, so schnell es geht. Hol erstmal Luft, ganz ruhig. Beruhige dich, Wett. Atme erstmal ganz tief durch. Ich atme doch. Gut. Ganz ruhig. Oh, und Tiva hat euch nicht nur die Credits geschickt, die ihr ausgegeben habt, um sie von diesem schrecklichen Ort zu befreien, sondern auch ein Geschenk. Eine kleine Geste von ihrem alten Oh, was Moff. Denn? In Ordnung. Sobald wie möglich. Tatooine. Ich frage mich, was Mutter jetzt wohl von mir denken wird. Okay, a late game. Tatooine. Und ich werde die ganze Zeit angeschrieben und das liebe ich. Begib dich nach Tatooine. Ja, jetzt machen wir dann nach dem Finale. Die Republik ist schuld. Die Tals sind auf die Friedensversprechen der Republik hereingefallen. Bald lassen sich deine Leute willenlos herumschubsen. Erinnere dich an meinen Platz. Ich bin dein Meister, Brunmark. Deine Vendetta findet zu meinen Bedingungen statt. Okay, du willst noch weiterreden? Du hast noch viel zu lernen, also da ist noch ein bisschen Freiraum. Morden ist einfach. Um deine Gegner wirklich zu vernichten, musst du lernen, ihre Hoffnung zu zermalmen. Okay, ich verstehe zwar bei Brunlock so gar nichts, aber ja, rede einfach. So, dann gehen wir zu meiner Schülerin. Hey, Jessa. Meister, ich habe einen Sith gefunden, dessen Da haben die irgendwie doch mal die Optik verschönert, weil es gab vorhin ein Update, deswegen konnte ich gar nicht auf die Server zugreifen. Ja, sicher. Das ist deine Bestimmung. Ich glaube, die haben die Optik noch mal schöner gemacht. Ihr seid der bösartigste und wunderbarste Meister. Also im Vergleich von der letzten Folge, das sieht wirklich gerade wie so eine HD-Version aus. Warte mal. Ey, das kann halt wirklich sein. Ich guck mal kurz bei den Einstellungen. Die haben... okay, die haben jetzt keinen... die haben keinen zusätzlichen... Punkt hinzugefügt, aber die haben anscheinend eine besondere Einstellung bei den Grafiken noch dazu Meister, gemacht. Deswegen sieht das irgendwie so HD-mäßig aus. Ist das nicht wunderbar? Töte es! Und haben ein paar zitternde Sith immer mehr Angst vor meinen Bemühungen, unsere Reihen zu säubern. Das muss ein Akt der Verzweiflung sein, oder nicht? Ein Zeichen, dass ich bei der Jagd nach Verrätern ausgezeichnete Arbeit leiste. Behalte diese Dinge für dich. Deine Aktionen interessieren mich wirklich nicht, Jess. Oh, das wollte ich gar nicht sagen. Mach einfach deine Arbeit und lass mich damit in Ruhe. Manchmal könnt ihr ein echter Spielverderber sein, wisst ihr das? Heute gerade? Dann erzähle ich eben der Twi'lek von meinen Abenteuern. Könnte lustig werden, wenn sie ihr Essen hochwirkt. Warte. So, jetzt... Gut, und nur noch den Lieutenant Pierce. Ich bin jetzt fast bereit für den Angriff auf die Bastion. Es fehlt nur noch die Sicherheit. Man braucht einen guten Techniker, um die republikanischen Systeme auszuschalten.
Unserer heißt Sergeant Alos. Kam als Rekrut zu uns. Versucht ständig, sich zu beweisen. Hätte ihn fast ruiniert, als das Tarnkommando aufgelöst wurde. Aber fast reicht halt noch nicht. Er hat versucht, seinen Kummer in der nächsten Kantina zu ertränken. Als ich ihm von der Bastion erzählte, war er aber ganz schnell wieder nüchtern. Klingt aber nicht so gut. Bestimmt finden wir jemand Besseren als einen abgehalfterten Säufer. Er ist nicht abgehalftert, vermisst nur die Arbeit. Außerdem ist er brillant. Arlos konnte kaum einen Blas Wenn man die ganze Zeit noch zum Saufen ist, ich weiß ja nicht. Wir haben ihn ermutigt, seinen Verstand einzusetzen. Nach unserem letzten Angriff wurde er Sergeant. Könnte wieder eine Beförderung drin sein, wenn bei der Bastion alles gut läuft. Er ist wichtig. Euer Sieg wird von seiner Leistung abhängen. Die Bastion verfügt über ein paar starke Sicherheitsmaßnahmen. Alarmanlagen, Kameras, Geschütze, das volle Programm. Wenn jemand da dran vorbeikommt, dann Arlos. Ich habe vor ein paar Tagen von dem Jungen gehört. Er meint, er hat ein paar wichtige Informationen. Er hörte sich noch nervöser an als sonst. Wir finden heraus, warum. Das klingt doch perfekt. Ich kann doch nichts für billige republikanische Tricks. Wer benutzt denn schon einen geschlossenen Schaltkreis? Und das in der Bastion? Da habe ich von meinem Sturmgewehr schon bessere Ausreden gehört. Habt ihr die Pläne schon besorgt? Nein, ja, zum Teil. Ich habe den Plan vom Erdgeschoss. Bitte genauer? Zur Zentralsteuerung zu kommen. Und welche Überraschungen erwarten uns dort? Das sollte eigentlich eure Arbeit sein, Arlos. Er hat recht. Wenn du deine Arbeit nicht machst, dann... Ja, hast du Pech gehabt. Wenn das Tarnkommando so arbeitet, bin ich ganz und gar nicht beeindruckt. Aber wenn ihr ihren Code sehen könntet, mein Sith Lord, geschweige denn ihre Schaltung. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir aufgelöst wurden. Euch! Eine Sache könnte ich noch versuchen. Mann, der ist nur so ein Student, Alter. Aber ich würde ihre gesamten Systeme übernehmen. Die Bastion wird uns gehören, noch bevor wir sie überhaupt betreten. Gebt mir noch eine Chance. Das hoffe ich. Wenn ihr das vermasselt, knöpfe ich euch mir persönlich vor. Und jetzt wieder an die Arbeit. So ist richtig. Das ist ein richtiger Lieutenant. Bei voller Kontrolle hat die Republik keine Chance. Der Junge hat das gut gemacht. Aber sagt ihm das bloß nicht. Sonst wird er noch schlampig. Ich muss ihn in Topform halten. Eine starke Hand ist immer gut. Wirklich, Lieutenant. Sie sind echt die perfekte Wahl. Kein Offizier des Imperiums würde einen Fehler von ihm dulden. Und auch kein Sith Lord. Wenn Arlos nicht lernt, könnte ihn das seinen Kopf kosten. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Das Team ist bereit. Sobald General Rakton den Befehl gibt, schlagen wir zu. Hoffen wir, dass das bald geschieht. Ich brenne darauf, die republikanischen Flaggen in Flammen zu sehen. Ich finde diese neuen Shaders oder diese Grafikeinstellung, ich finde die mega cool. Also da freue ich mich ja jetzt schon nächstes Jahr mit der Jedi-Story anzufangen. Ich habe die Meldung von Lieutenant Pierce erhalten. Ich habe das Tarnkommando wieder eingeführt und das Team von seinen bisherigen Pflichten entbunden. Wenn alle Vorkehrungen getroffen wurden, habt ihr die Freigabe durch das Imperium, die Bastion zu stürmen. Ich hatte schon sowas im Gefühl. Kaum zu glauben, dass es endlich losgeht. Machen wir es richtig. Spielt den Rest ab. Ich will Raktons vollständige Einweisung hören. Aufgrund der massiven republikanischen Präsenz bei der Bastion haben wir besondere Vorkehrungen getroffen, um das Team von Pierce in Reichweite zu bringen. Ihr werdet eine Fähre mit republikanischen Verstärkungen infiltrieren, die in das Gebiet unterwegs ist. Wir haben die entsprechende Tarnung bereits vorbereitet. Das Überraschungsmoment ist entscheidend. Daher muss ich euch bitten, zurückzubleiben, mein Sith Lord. Eure Anwesenheit würde unsere Pläne verraten. Gut, das ist gut zu hören. Ich habe noch dringend etwas anderes zu erledigen. Ihr habt eure Mission und das Tarnkommando hat seine. Endlich. Ihr habt diesen Angriff ermöglicht, mein Sith Lord. Die Ehre gebührt euch, falls Pierce mit seinem Team erfolgreich ist. Das Imperium vertraut den Sieg dem Tarnkommando an. Ich hoffe, dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. General Rakton, Ende. Das Team hat seine Anweisungen. Ich muss jetzt gehen, wenn ich rechtzeitig am Treffpunkt sein will. Gut, ich werde es schaffen. Wenn die Bastion fällt, wird die Republik unsere Macht erkennen. Und auch das Imperium. Genau so mag ich es.
Das Tor ist offen, die Sicherheit ausgeschaltet und ihr Kommandant tot. Die Bastion gehört dem Imperium. Willkommen bei einem Sieg des Tarnkommandos, mein Sith Lord. Schlechte Chancen, großer Gewinn, keine Überlebenden. Wie ist es gelaufen? Waren eure Vorbereitungen der Mühe wert? Es gab ein paar Probleme. Tarnidos Waffe hat an Energie verloren. Ein paar von Dorans Leuten sind gestorben. Arlos hat beim Hacken ein System ausgelöst. Ich habe selbst auch was abbekommen. Wird eine Zeit dauern, bis das geheilt ist. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich für eine umfassende Nachbesprechung bereit bin. Das ist super. Gut, dann sag mir mal, was da passiert ist. Ich brauche alle Informationen. Ich habe eine Nachricht vom Team erhalten. Die Bastion ist wieder einsatzbereit. Ja, unter voll. Imperialer Flagge. Natürlich so muss soll's wieder sein. Seinen Senf so dazu. Soll ein richtiger Gedenkt, Lieutenant dass sein. Wenn ja nicht stabil ist, dass wir es niemals halten können. Alles ja. Nur Neid, wenn ihr mich fragt. Der labert Unser nur. Unser Angriff auf die Bastion ist jetzt Teil der Geschichte. Glückwunsch für den Sieg. Das ist eine hervorragende, glorreiche Erfolg. Vielleicht wird das Imperium das Tarnkommando wieder permanent einsetzen. Euer Wort in ihren Ohren, mein Sith Lord. Aber meine Pflicht gilt zuerst euch. Ich hätte schwören können, Arlos hätte dieses Sicherheitssystem selbst entwickelt. Ich habe nie gesehen, dass Lorand so viele kommandiert. Und als das Tor gefallen ist, war das Tarnidos Meisterleistung. Wie in alten Zeiten. Wir haben da draußen ein paar lang vergessene Muskeln spielen lassen. Das sollte meine Fähigkeiten im Einsatz verbessern. Na, das ist doch gut. Das hat einige Zeit gekostet. Ich erwarte, dass meine Investition sich lohnt. Ihr habt den Angriff angeführt, mein Sith Lord. Sicher, um die Aufmerksamkeit der richtigen Leute zu erregen. Das Tarnkommando hat sich seinen Namen beim Sturm der Bastion verdient. Ich weiß das zu würdigen. Okay. Dann hat Lieutenant Pierce hier mal seine Bastion darauf geschmissen. Ganz ehrlich, ich will nicht mit Quinn reden. Nein. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Erledigt. Jetzt ist es Zeit, Darth Barras gegenüberzutreten. Ohne sein Druckmittel und nun, da Vovron in Sicherheit ist, ist Barras Versuch, die Stimme des Imperators zu werden, vereitelt. Was von Darth Barras noch übrig ist, gehört euch, Zorn. Er ist nach Korriban gereist. Tut, was ihr tun müsst. Okay, es erwartet mich eine ultimative Prüfung. Das wird meine größte Herausforderung sein. Barras Stärke ist verborgen und unergründlich. Darth Vovron kehrt ebenfalls nach Korriban zurück. Barras wird es nicht wagen, ihn vor den Augen des Rats der Sith anzugreifen. Das Tor wurde aus den Angeln gehoben. Vovron wird euch Landeerlaubnis geben und euch in die Ratsgemächer geleiten. Er sollte aber im Verborgenen bleiben. Sag dem alten Mann, dass er sich aus dem Gemetzel raushalten soll. Um inmitten der dunklen Lords zu stehen, braucht ihr Vovron an eurer Seite. Der Rat der Sith hat nichts für Eindringlinge übrig. Und Barras hat dort immer noch Sympathisanten. Vovron wird euch unterstützen und dann müsst ihr den Willen des Imperators vortragen. Entfesselt den Zorn des Imperators. Okay. Das Finale findet in Korriban statt, da wo wir angefangen haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seid hier. Die Vorfreude erfüllt meine Adern mit Feuer. Ich fühle mich um 100 Jahre verjüngt. Ich kann es gar nicht erwarten, das Barras Gesicht zu sehen, wenn ich euch dem Rat der Sith vorstelle. Er wird sich nichts anmerken lassen. Barras ist ein Meister der Kontrolle. Er wird keine Miene verziehen. Lasst mir doch meine Träumereien. Trefft mich im Vorraum des Rats der Sith. Niemand wird es wagen, euch auf dem Weg dorthin aufzuhalten. Danke, Vovron. Der ist meine Sicherung. Ich mag den. Wirklich. Gut, sprich mit Vovron. Yep, dann bis gleich nach dieser Unterbrechung. Das letzte Mal
Und dann sind wir einer der Ratsmitglieder. Oh, wir sind auch hier, die allerersten Folgen, wo wir hier durchgegangen sind. Schon ein bisschen Nostalgie-Flashbacks. Das war auch irgendwie 4, 5 Monate. Ich glaube, am März habe ich angefangen, oder? Auf jeden Fall so um den Dreh. Okay, wir müssen ganz hoch. So, den... Und jetzt können wir hier hoch. Gut. Das krönende Finale. Auf geht's. Jawohl, ich freue mich. Oh oh, Alter, das wird jetzt geil. Ich bin hier. Verschwenden wir keine Zeit. Barras hat eine Sondersitzung des Rats einberufen, um seinen Anspruch auf die Stimme des Imperators zu erheben. Ich bin etwas verspätet. Gerade richtig. Euer früherer Meister und die mächtigsten dunklen Lords der Galaxis warten. Die Bühne gehört euch. Es ist berauschend. Ich freue mich. Ich habe noch nie so viel Leben in mir gefühlt. Geht voraus. Dann let's go. Feiner Bosskampf. Eigentlich steht hätte da Favron durch diese Tür kommen sollen. Überraschung, ich bin's. Tut nicht so, als hättet ihr mich erwartet, Barras. Interessant. Jetzt ist nicht die Zeit für eines eurer Spielchen, Favron. Wieso so still, Barras? Mach doch mal was. Für die Stimme des Imperators seid ihr aber untypisch still. Hat euch der Imperator nicht hiervor gewarnt? Ich bin nur etwas amüsiert, Kind. Meine Gefährten, dies ist mein ehemaliger Schüler. Zweifelsohne seid ihr mit seinem Ungehorsam vertraut. Er war meiner nicht würdig, also habe ich ihn entfernt. Der Imperator wird mich wissen lassen, was mit Favron geschehen soll. Vorerst helft mir, diesen Pöbel zu vernichten. Der Rat entscheidet das. Wenn Barras die wahre und ich die falsche bin, dann sollte er mich selbst besiegen können. Lasst ihn beweisen, was er behauptet. Ein berechtigtes Anliegen. Ich zweifle nicht an euch, Barras. Aber jetzt zerquetscht diese Mücke schnell, damit wir mit unseren Angelegenheiten fortfahren können. Gut. Er hat sich gerade wegteleportiert. Jetzt ist er wieder da. Wunsch gewähren. Der Imperator verlangt deinen Tod. Greif mich an, wenn du es wagst. Ihr seid nicht mein Meister. Ich mache das. Ich war nie euer Sklave und werde es auch niemals sein. Let's go! Jawohl. Oh, das fühlt sich richtig mächtig an. Obwohl ich hier halb einschlafe. Keine Ahnung warum. Ach stimmt, weil das schon die 5. Folge ist, die ich voraus aufnehme. Lol, er hat seine Maske abgesetzt. Aber das hilft dir auch nichts. Kind, ich fühle, wie dir das Leben entgleitet. Wieso stehst du auf diese nutzlose Gebärde der Vergeltung? Lass los! Umarme den Tod! Ich werde nicht alleine sterben! Wenn das mein Ende sein sollte, werde ich euch mitreißen. Jawohl! Das Ende ist nah! Von dir, Darth Barras! Keiner hat dich gemocht. Du mit deinen scheiß Sklaven. Ich hätte Darth Vengeance niemals töten sollen. Verdammt nochmal. Ihr seid erledigt, Barras. Ihr schwebt einen Atemzug vor eurer Vernichtung. Aber fuck, er gibt immer noch nicht auf. Meine Kräfte verlassen mich. Werft euch mir zu Füßen. Bettelt, dass ich euch leben lasse. Ich fordere den Rat der Sith dazu auf, diesen Narren zu töten.
Der Imperator befiehlt es! Dathmar schlagt im Namen des Imperators zu! Oder zieht seine Missgunst auf euch! Ich glaube, das hilft dann nicht viel. Rivage hat auch euch die Vernunft verlassen! Verteidigt mich! Verteidigt die Stimme! Ich werde dem Zorn des Imperators nicht im Wege stehen. Du glaubst, du hast gewonnen? Du glaubst, du kannst die wahre Stimme des Imperators zum Schweigen bringen? Dann gib mir den Todesstoß! Von jenseits der Dunkelheit werde ich dich treffen! Gerne. Der Ruhm ist mein! Niemand darf es wagen, mir im Weg zu stehen. Lasst euch das alle eine Lehre sein. Ich kann nicht vernichtet werden. Jawohl. Sein endgültiges. Die Botschaft ist klar angekommen. Ihr habt bewiesen, dass ihr wahrhaft vom Imperator berührt worden seid. Der Rat der Sith weiß, dass der Zorn des Imperators freie Hand hat. Ihr seid anerkannt, Zorn. Eure Taten werden geduldet, solange sie den unseren nicht widersprechen. Ihr untersteht nur unserem ultimativen Meister. Wir werden zusammenarbeiten. Das verspreche ich Sie. Ich freue mich darauf, dem Rat der Sith bei den entscheidendsten Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Dann hat sich unsere Macht gesteigert. Lasst die Feinde des Imperiums erzittern. Der Zorn des Imperators wird sie alle verzehren. Jo. Das war's. Jawohl, wir sind der mächtigste Typ. Der mächtigste Sith, muss ich sagen. Jawohl. Ich glaube, das ist Late Game. Ja, das ist Late Game. Juckt uns aber nicht. Geil. Das war's mit Star Wars The Old Republic. Leider sind wir nicht mehr Level 50 geworden. Viel bisschen schade. Mann, das wäre ich gerne gewesen. Aber okay. Geil. Wirklich. Mein Fazit jetzt nochmal ist, eigentlich hätte ich jetzt gerne gewollt, dass es jetzt Credits kommen, aber kam irgendwie nicht. Also was ich sagen wollte ist, das Spiel ist wirklich geil, eine Empfehlung wert, ist sehr kostenlos. Die Dialoge waren alle nice. Ja, eigentlich habe ich nicht viel schlecht zu sagen. Na gut, ich will aber jetzt hier schon aufhören. Vielleicht mache ich irgendwann noch mehr was, aber jetzt muss ich noch ein Video vorproduzieren. Also hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Ciao, ciao!